Herzlich willkommen bei Gran Turismo 7 hier auf dem Big Willow mit dem Audi TT Cup Gruppe 4. Ich bin Platz 140 auf der Welt, Platz 8 in Deutschland, 7 Zehntel Rückstand auf dem Weltrekord. Let's go. Visiert auf dieser anspruchsvollen Wüstenstrecke vor Kurve 1 das 50-Meter-Schild an. 50% Bremskraft, ihr verliert sonst Momentum. Trailbraking, tackt maximale Pace durch die Linkskurve hindurch. Beschleunigt noch vor dem Scheitelpunkt möglichst früh auf Vollgas. Wir sind vor der nächsten langgezogenen Rechtskurve im fünften Gang und bleiben auch erstmal darin. Ihr seht, ich hole mir die Rotation, indem ich das Gaspedal auf 50% runterfahre. Dann bremse ich leicht 30-40%, schalte in den vierten Gang runter und seid mutig. Geht früh auf Vollgas, auch wenn es beim Kurvenausgang eng wird und ihr euch schnell in die Wüste verabschieden könnt. Ein Saatkorn reicht, ich war hier schon zu feige, da wäre mehr gegangen. Bremspunkt kurz vor dem 50-Meter-Schild, pünktlich, frühestmöglich rausbeschleunigen. Spätestens am Scheitpunkt müsst ihr das volle Gaspedal in den Boden gepresst haben. Die nächste Doppelrechts gelingt euch, wenn ihr über den rechten Körper drüber brettert und leicht lupft, dann etwas Leerlauf mit minimalem Bremsimpuls, runter in Gang 3 und früh auf Vollgas. Jetzt wird es tricky, holt ordentlich aus, nutzt die ganze Straßenbreite und knallt über den rechten Körper, um die Linkskurve scharf und mit Flow zu erwischen. Trailbraking, vom vierten in den dritten Gang, Scheitelpunkt unbedingt erwischen, linken Körper unbedingt streifen und dann müsst ihr früh auf Vollgas sein, die Gerade ist zu lang, ihr verliert sonst über die ganze Strecke enorm an Zeit. Wie so oft, die schwerste Kurve zum Schluss, sie kann euch alles kaputt machen oder die perfekte Runde abschließen. Haltet euch links, bleibt durchgehend im fünften Gang, bremst bei ca. 150 Metern leicht, sprich 50% nur um etwas in den Drift zu geraten, der euch mit etwas Momentum durch die Kurve katapultiert, hier den Scheitelpunkt zu erwischen. Bei frühzeitigem Vollgas ist die Kunst die Champions League. Ich zeige euch das in Zeitlupe, hier weiß ich, yes. 1.16, 1.79, Platz 140 auf der Welt, Platz 8 in Deutschland. Ich bin zufrieden, jetzt seid ihr dran.